Es gibt zwar aktuell noch keinen Public iOS 12 Jailbreak, es gibt aber ein paar coole Möglichkeiten, sein Gerät mit iOS 12 anzupassen. Und ich möchte euch gerne in diesem Video zeigen, wie ihr einmal euer Carrier-Logo verändern könnt und individualisieren könnt, wie in meinem Fall hier jetzt mit dem YouTube-Schriftzug. Und auch, wie ihr ganz einfach die Badges farblich anpassen könnt. Also normalerweise sind diese hier ja rot. Ich habe die jetzt hier in Blau gemacht und ihr könnt dort im Grunde genommen jede Farbe nehmen, die ihr möchtet. Und wie genau das funktioniert, das zeige ich euch nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. Beginnen wir mit den farbigen Badges und diese können wir ganz einfach installieren, indem wir in den Safari-Browser gehen und dort dann auf ignition.fun, den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung, und dort klicken wir hier auf Use Now im Web und haben hier jetzt die Möglichkeit, unten auf die verschiedenen Menüs zu gehen, klicken hier auf den zweiten Part und finden dann hier eben verschiedene Optionen, die wir auswählen können, und dort klicken wir auf Utilities und haben jetzt eben verschiedene Apps, die wir installieren können, und in diesem Fall wählen wir eben ThornGuard Badges aus, klicken dort drauf. Und jetzt haben wir hier eben die Option auf Get zu klicken und dann öffnet sich hier ein Fenster und ein Pop-up. Wir klicken auf Installieren und können daraufhin Safari auch schon schließen, denn jetzt wird das Ganze hier eben unten installiert und aktuell können wir diese App noch nicht öffnen. Dazu müssen wir erst einmal noch in die Einstellungen gehen, unter Allgemein, und dort finden wir hier jetzt die Option Geräteverwaltung und dort wählen wir hier jetzt eben das Ganze aus, klicken hier oben auf den blauen Link und vertrauen dieser App, und daraufhin können wir die Einstellung wieder verlassen und können jetzt diese App öffnen. Wenn sich die App dann geöffnet hat, das kann einen kleinen Moment dauern, sehen wir dieses Interface, und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einen Hexacode einzugeben, also hier einfach einkopieren, den findet ihr ganz normal im Internet, und dort seht ihr dann auch schon, wie sich die Farbe ändert. Wir klicken dann auf Dismiss Keyboard, wir können hier noch die Opacity, also die Deckkraft, ein bisschen verändern, und daraufhin haben wir hier eben unten die Möglichkeit, das Ganze eben mit Change zu bestätigen. Wir klicken auf Respring und jetzt wird das Gerät einmal gerespringt und daraufhin sollte die Änderung auch schon eingetroffen sein. Wie ihr jetzt sehen könnt, sind die Badges, sprich zum Beispiel hier die 8 bei E-Mail, die 1 hier bei der Vodafone-App oder auch die 2 beim Ordner, jetzt blau und haben nicht mehr das klassische Apple-Rot. Das heißt, diese wurden jetzt angepasst und so können wir ganz einfach alle möglichen Farben verwenden und unser Gerät so leicht ohne Jailbreak ganz einfach ein bisschen verändern. Natürlich könnt ihr diese Einstellung auch ganz einfach wieder rückgängig machen. Dazu geht ihr einfach wieder in die App hinein. Diese startet jetzt wieder, dauert einen kleinen Moment. Und daraufhin haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze wieder auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, wenn wir eben diese Farbe nicht mehr haben möchten. Das ist also kein Problem, das Ganze wieder zu ändern. Falls es mal Probleme geben sollte, dass das Ganze nicht geändert wird, dann startet euer Gerät einfach einmal neu. Denn spätestens dann, wenn ihr eben vorher hier auf Use Default geklickt habt, sollte nach einem Neustart das Ganze auf jeden Fall funktionieren. Wie ihr sehen könnt, ist jetzt alles wieder klassisch, ganz normal. Wir haben wieder die rote Farbe und so kann man eben das Ganze relativ einfach und schnell mit Hilfe dieser kleinen App anpassen. Machen wir weiter mit der zweiten Sache, die ich euch gerne zeigen möchte, und dazu gehen wir erneut in den Safari-Browser unter ignition.fun, klicken wieder auf Use Now im Web und dort gehen wir unten wieder auf den zweiten Punkt hier und daraufhin scrollen wir runter zu Utilities erneut und finden dann hier, wenn wir ein bisschen runter scrollen, wieder eine bestimmte App, die wir installieren müssen. Und zwar heißt diese Carrier Changer 12. Dort klicken wir wieder rauf, klicken dann hier erneut auf Get und dann öffnet sich nach einem kurzen Moment wieder ein Pop-up. Wir klicken auf Installieren und daraufhin wird das Ganze hier jetzt wieder installiert. Das kann einen kleinen Moment dauern. Wenn die App mal bei euch stehen bleiben sollte, dann klickt einfach einmal rauf und startet den Download von vorne. Das kann ab und zu mal der Fall sein. Wenn die App installiert wurde, geht wieder in die Einstellung und dort müsst ihr natürlich wieder kurz das Ganze bestätigen, dass ihr diese dann öffnen könnt. Öffnen wir nun einmal die App, klicken dort ganz einfach rauf und hier haben wir jetzt eben die Möglichkeit, etwas einzutippen. Wir können hier entweder einen Namen eingeben, wir können aber auch einfach nur ein Emoji eintippen, klicken dann auf Fertig und daraufhin hier unten auf Go. Und jetzt müssen wir einen kleinen Moment warten, dann öffnet sich gleich ein Pop-up-Fenster, was eben sagt, dass jeweils dieses Icon oder dieser Text eben in den richtigen Pfad eingegeben wurde. Und wenn dieses Pop-up erschienen ist, müssen wir im Grunde genommen das Gerät nur noch neu starten. Dafür gibt es dann gleich auch eine Option. Also wir klicken hier auf OK und klicken hier unten dann auf Reboot. Und dann wird das Gerät einmal neu gestartet und danach solltet ihr auch schon ein verändertes Carrier-Logo sehen können. Nach einem Neustart könnt ihr jetzt auch hier oben schon den Feuer-Emoji sehen anstelle von Vodafone, was normalerweise durchlaufen würde. Natürlich müsst ihr bei einem iPhone 10 oder 10S immer in das Kontrollzentrum bzw. in das Notification Center gehen, um das Ganze zu sehen. Bei älteren Geräten ohne Notch ist das aber immer einsehbar und dort seht ihr
dieses Carrier-Logo immer. Wieder entfernen könnt ihr das Carrier-Logo ganz einfach, indem ihr wieder in die App hineingeht und dort unten dann hier auf Restore with Backup klickt und daraufhin wird das Gerät neu gestartet und das Icon oder der Text, den ihr dort ursprünglich eingestellt habt, verschwindet wieder und euer normaler Carrier-Name wird wieder angezeigt. Das wäre es dann aber auch schon wieder mit diesem kurzen Video mit zwei iOS 12 Hacks ohne Jailbreak. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Alle wichtigen Informationen und Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Hacks haltet und lasst ein Abo da. Und natürlich vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.